Willkommen zurück, The Talos Principle. Wie gehabt spielt jeder Raster. Ich werde jetzt im Sektor B, in dem ich mich befinde, in die Welt 5 eintauchen, um die Symbole zu holen. Ich hoffe mal, ich mache keine allzu gravierenden Fehler dabei. Aber das werden wir gleich sehen. Wie gewohnt werde ich euch aus Zeitgründen den Computer herausschneiden. Und das war's mit dem Computer. Okay, dann wollen wir mal anfangen, die Rätsel zu lösen. Hier ist eine Welt, ich weiß nicht, wie ich das einsortieren soll. Hier ist nichts hinter. Da ist das Schild auch abgefallen. Aber wir fangen mal hier an. Grün sollte recht einfach sein. Gestaltet sich dementsprechend auch. Okay. Ich brauche also als erstes mal... dort drüben die Kiste. Die Kiste muss hier drauf. Danach muss ich mit dem Prisma die Tür öffnen, damit ich an das nächste Prisma drankomme. So, da haben wir es. Mit diesem Prisma werde ich beiden kurz schließen und mit diesem Prisma jetzt die beiden. Okay, also ist der weiter oben und somit können wir hier hinten hinlaufen, uns die Tür zum Symbol öffnen. Das war's. Und weiter geht's. Mal schauen, ob ich die anderen auch so schön fehlerfrei bin. Vier Stück bleiben, vier rote. Es wird halt nicht einfacher. Einmal über die Brücke. Dort oben ist der Stern, den wir uns später noch holen, in einem anderen Video. Ich werde euch zeigen, wie ihr dahin kommt. Ich fange jetzt erstmal hier an. Rechts. Okay, hier haben wir das erste von denen, wo es ein bisschen schwieriger wird. Wie wir sehen, haben wir zwei Energiewände. Wir haben dort oben eine Kanone. Und wir haben dort noch eine zweite Kanone. Da hinter dem Tor liegt das Siegel. Wir müssen jetzt also erstmal ein Tor öffnen. Das machen wir, indem wir einen Doppelgänger aktivieren. Den nehmen wir, der macht uns das Tor auf. Okay, das sollte schon reichen. Jetzt können wir uns den nämlich schnappen und unserem Doppelgänger das Tor umhalten. Sehr gut. Also wird unser Doppelgänger jetzt das den Störsender nehmen, die Kanone totlegen und sich hier hinten auf die Platte stellen. Ein paar Sekunden, wenige Sekunden, das sollte schon reichen für uns. Okay. Also wieder zurück. Und dann holen wir das den. Lauf dir hinterher. Die zweite Kanone ist erledigt. Dort haben wir das Siegel. Und es kann weitergehen. Perfekt getan. Sehr schön. Weiter geht's. Mal schauen, ob wir das hier hinten auch so schnell erledigt bekommen.
Hier sehen wir, was wir noch alles abzuhaken haben. Es sind noch zwei rote. In der Richtung ist noch ein rot. Okay, drei Symbole also noch. So, ich hoffe, dass ich hier genauso zügig durchkomme. Wir brauchen natürlich als erstes mal das dritte Mal, was wir links gesehen hatten. So. Den brauchen wir als Gewicht nicht einmal, um irgendwas zu bewerkstelligen. Den schicken wir ganz nach rechts, den Würfel. Das machen wir, indem wir den draufstellen und aktivieren. Und ich will noch diesen sehen. Hier hinten finden wir einen Störsender. Den wir erstmal herausschaffen. Und den wir uns hier hinstellen. Halten. Störsender in die Hand. Einmal hinüberfliegen. Und aufmachen. Dort ist das Symbol. Dort können wir wieder zurückfliegen. Erledigt. Ich glaube, schneller geht's nicht. Auf zum nächsten. Ja, das hier ist jetzt eine lustige Angelegenheit. Dort ist das Symbol übersehen. Wir brauchen hier erstmal eine ganze Menge. Und zwar brauchen wir jetzt einmal das Offenhalten. Wir brauchen den zweiten Würfel. Wir müssen den Würfel hierher schaffen. Hier drüben erstmal das Tor öffnen. Die zweiten Würfel brauchen wir. Dann brauchen wir sämtliche Kisten. Alles erstmal mitnehmen. So, hiermit machen wir jetzt auf. Okay. Wir bringen mal die erste Kiste. Dort haben wir noch eine Kiste. Zweite Kiste. Die letzte Kiste bringen wir hier auch. Weil wir müssen an das Prisma herankommen. Und an das Prisma kommen wir halt nur auf diese Art rein. Okay. Dort ist das Prisma. Dass wir jetzt wieder einen Würfel bekommen. Ja, den zweiten Würfel. Und den zweiten Würfel bekommen wir eigentlich auch. Und zwar, wenn wir das hier neben der Treppe aufbauen. Sollten wir doch rein theoretisch noch an den Würfel herankommen, oder? Nein, reicht nicht. Okay. Daneben. Aber auch das sollte uns so reichen. Das Prisma schnappen. So. Damit erstmal die beiden. Reicht nicht. Okay. Dann reicht es nicht. Dann schnappen wir uns das auf jeden Fall. Hiermit können wir aber
die beiden schon mal erledigen. Die nächste kommt hier drauf. Der zweite Prisma. Das kommt hier hin. Und wir kommen an das Symbol heran. Gut. Fehlt uns jetzt noch ein Symbol, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das sollte sich dann dort hinten rechts befinden. Das letzte Symbol. Mal schauen, wie schwierig uns das gemacht wird. Wir brauchen dort erstmal etwas anderes. Also werde ich das mal so machen. Jetzt brauche ich meinen Doppelgänger wieder. Wir haben 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ich selbst 4. Gut, schaffen wir. Den schmeißen wir auf den ersten Punkt. Dann holen wir uns den Ventilator. Da ich selbst noch ein wenig Zeit benötige, lasse ich mir ein kleines bisschen Zeit. Nicht, dass ich zu schnell bin. Ich schnappe mir jetzt das Prisma. Ich stelle mich selbst hier drauf. Wenige Sekunden warten. Und das sollte es gewesen sein, wenn ich nicht zu schnell war, mein Doppelgänger. Ich kann aber sofort loslegen. 1, 2, 3. Okay, schon alles offen. Naja. Dann muss ich dann bloß noch auf den Vogel warten. Na komm. Gut. Wir haben das letzte Symbol. Das war's hier in Sektor B, Welt 5. Zurück nach Hause.